Wird Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst. Wir sind bei der Firma Vidayo, beim Vincent Ehrmann und seinem Kollegen. Ihr habt einen ergonomischen Arbeitsplatz kreiert. Genau, der erste seiner Art. Ja. Elektrisch höhenverstellbar, auf Wunsch auch per App. Kann ich gerade mal vorführen, auf Knopfdruck. Geht er dann auf die perfekte Höhe, die man sich da speichern kann. Also Ergonomie und Platz sparen. Genau, die zwei Pain Points, die es bisher nicht vereint in einem Produkt gab. Ja. Es passt aber doch ein sehr großer Bildschirm rein und man kriegt alle Arbeitsutensilien nach Feierabend da auch rein. Das Ganze ist trotzdem super stabil an der Wand. Und ich zeige euch gerade mal, wie das Ganze ausschaut nach Feierabend. Da macht man hier die Klappe zu. Wir haben hier noch diesen Laptop-Halter, der wird also einfach mit einem der Schlitze aufgesteckt. Da kann man auch auf jede Seite, wie man mag, nach links oder rechts. Was ist das für ein Material? Da haben wir europäische Birke Multiplex mit einer sehr robusten weißen HPL-Beschichtung. Also super pflegeleicht, da kriegt man eigentlich keine Kratzereien. Und wenn man einen Fleck da festtrocknen sollte, kriegt man auch super leicht wieder raus. Den Bildschirm, den kann man dann hier noch schön verstellen, auch in der Höhe. Und wenn der ganz drin ist. Der ist ja jetzt in der Höhe sehr hoch, genau. Wenn jetzt zum Beispiel ein Erwachsener dran arbeitet. Genau, also das wäre jetzt meine Stehhöhe für das ergonomische Arbeiten. Wenn ich hier zumache, hat man noch eine Bilderrahmenfunktion, dann erinnert eigentlich gar nichts mehr ans Büro. Wenn man jetzt auch nicht will, dass da unten noch die Füße rausschauen, dann kann man nach Feierabend sagen, mach dich klein, geh ganz nach unten. Da hat man eigentlich schon eine kleine Galerie zu Hause. Der Johannes und du, ihr habt das entwickelt. Genau. Wie lange hat das gedauert? Während Corona mit Rückenschmerzen gedacht, warum gibt es da keine Lösung für Münchner kleine Wohnungen. Und dann haben wir 2020 angefangen, hatten dann recht schnell den Prototyp und sind vor einem Jahr in den Verkauf gegangen. Wie breit ist jetzt dieses Objekt hier? Hier haben wir 100 cm Breite. Ja. Wir haben auch noch 80 cm. Habt ihr auch mitgebracht. Genau, haben wir da hinten stehen. 80 cm breit in der Variante ohne elektrische Höhenverstellung. Aber wir haben beide Modelle in 100 und 80 cm. Wurde Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst.